Freunde und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es ein, ja, wie soll ich sagen, ein anderes Video. Ich muss mit euch über eine Sache sprechen, die mich schon, muss ich sagen, sehr belastet. Es ist jetzt nichts Schlimmes, aber viele haben es auch mitbekommen in meinen letzten Videos. Ich habe ganz, ganz schlimme Probleme mit meiner Haut. Ja, wie soll ich anfangen? Ich bin einerseits froh, dass es nur das ist, was es ist. Es geht immer viel schlimmer und ich bin dankbar dafür, dass ich gesund bin. Aber trotzdem, natürlich ist es für eine Frau, für eine eitle Frau, sehr schwer, mit sowas umzugehen. Ich habe seit ungefähr 3 bis 4 Monaten eine perioale Dermatitis, auch genannt Stewardessenkrankheit. Und das Ganze sieht momentan so aus. Und ich glaube, einige von euch sind jetzt mega erschrocken, weil sie mich nicht so kennen, es jetzt natürlich nicht sehen und ja, für mich selber ist es genauso erschreckend, muss ich sagen, jeden Tag aufs Neue. Ich fange einfach mal ganz von vorne an. Mir ist auch einfach jetzt wichtig, dieses Video zu drehen, nicht für mich, sondern für die Mädels, die einfach... Ich will einfach mal einigen die Augen öffnen, weil Leute, Instagram und YouTube und so, ich meine, YouTube ist noch mehr nahbar als Instagram, aber wie ihr seht, seht ihr nicht das Wahre. Und ich will euch auch einfach nur sagen, dass auch, weil ich kriege so viele Nachrichten, Maya, du siehst so perfekt aus und deine Haut ist so schön und was tust du für so eine schöne Haut und oh, ich wäre so gerne wie du. Und ich will euch einfach mal zeigen, dass alles mehr Schein als Sein ist und dass auch bei mir, wie ihr seht, einiges nicht perfekt ist und auch ich mit sowas zu kämpfen habe. Und dass nicht nur die Leute hinter der Kamera haben, sondern auch die Leute vor der Kamera, was von vielen einfach immer vergessen wird. Ich habe vor 3 bis 4 Monaten, wie gesagt, wo das so angefangen hat, einfach hier eigentlich nur rechts 1, 2 Pickel bekommen. Aber ich habe immer mal wieder Pickel, vor allen Dingen, wenn ich meine Periode habe, habe ich mir gar nichts bei gedacht, wirklich gar nichts. Und zum Beispiel, als ich so, ich weiß nicht, wann genau das war einmal, als ich so in der Pubertät war, hatte ich die ganze Stirn voller so Pusteln. Das waren keine Pickel, das waren so Pusteln einfach, aber die ganze Stirn voll. Und das hatte ich dann wieder in der Ausbildungszeit, als ich so 17 war. Und ich habe das jetzt immer noch ein bisschen, also meine Stirn ist nie ganz glatt. Und ihr seht das jetzt nicht durch die Kamera, aber das ist so. Und ich schwöre euch, ich bin nicht so eine, die übertreibt oder die rumheult bei einem Pickel oder irgendwas. Also ich habe immer mal wieder so Pickel, wie gesagt, mir gar nichts dabei gedacht. Und ich finde das auch gar nicht schlimm, ganz ehrlich. Und dann, die gingen aber nicht weg. Die gingen nicht weg und ich habe gemacht und getan. Dann habe ich wieder nichts gemacht, alles in Ruhe gelassen. Dann habe ich andere Produkte genommen, vor allem so pH-neutrale Produkte. Und... es wurde aber immer schlimmer. Es wurde immer und immer schlimmer, bis irgendwann dann wirklich hier so eine Siedlung war. Also das waren bestimmt so 15, 20 Pickel hier auf dieser Seite. Und nein, das waren nicht mal Pickel, das waren einfach nur rote Punkte. Das hat manchmal richtig gejuckt, es hat manchmal richtig wehgetan, ich konnte es nicht anfassen. Und ich war erstmal so, Alter, kriege ich gerade Akne. So, und ich bin 21, ja. Und dann dachte ich, okay, vielleicht kommt das jetzt nochmal so nach, weil ich die Pille abgesetzt habe, aber das ist auch schon über ein Jahr her, ist alles ein bisschen komisch, aber okay. Ich dachte mir erstmal, okay, meine Haut rastet gerade aus, aber bei mir ist es immer so, das geht immer wieder weg. Dann hat das auf einmal auf der linken Seite angefangen. Nicht so schlimm wie rechts, also nicht so viele, was auch immer das ist, aber so schon so 5, 6. Ich so, Alter... Und es ging nicht weg, wie gesagt, wieder alles versucht. Und irgendwann war ich an diesem Punkt, okay, ich muss zum Hautarzt. Und das war erst vor 1,5 Monaten. Also ich bin locker 2,5 Monate alles versucht und so rumgelaufen und es ging nicht weg. Dann war ich beim Hautarzt und der hat mir gesagt, Maya, das ist, ja, POD. Das ist die Kurzform für perioale Dermatitis. Ich so, ist das keine Akne? Er so, nein, es ist keine Akne. Ich so, okay, was muss ich jetzt machen? Er meinte, das Einzige, was wirklich was bringt, ist eine Nulltherapie. Null. Keine Produkte. Das Ganze wird ausgelöst durch zu viele Produkte. Vor allem zu viele kosmetische Produkte wie Pflege, Cremes, Peelings. Hast du nicht gesehen? Und dazu kommt natürlich nochmal mein ganzes Make-up. Ne? Einfach zu viel. Und es hat wohl was mit den Haarfollikeln zu tun. Also es ist nicht mal unbedingt die Haut, sondern
Ich bin ja Friseurin, deswegen habe ich das so ein bisschen besser verstanden. Die Haare sind alle in einem Follikel drin. Das ist einfach, müsst ihr euch vorstellen, wie so eine Vase und da drin ist die Haarwurzel. Und das ist wohl gereizt und deswegen passiert das so. Irgendwie, keine Ahnung, fragt mich nicht, ich habe es auch nicht ganz genau verstanden. Und er so, nichts drauf, gar nichts, mindestens 4 Wochen. Ich so, es geht nicht. Leute, es geht nicht bei mir, weil A, bin ich Friseurin, ich arbeite in der Beauty-Branche und da musst du einfach, ich finde auch ganz ehrlich persönlich, Pickel sehen immer unhygienisch aus. Und du musst einfach in der Beauty-Branche, wenn du da arbeitest, hygienisch und schön aussehen. Es ist so, keiner will zu einer Friseurin, die selber nicht gut aussieht. Und ich so, wow, okay, aber das ist noch das kleinste Problem im Salon. Das große Problem sind meine Videos drehen. Ich muss ja Content produzieren. Ich bin ja mit dem, ich mache das hauptberuflich, Leute. Instagram und YouTube ist mein, eigentlich zu 80% mein Hauptjob und mein Hauptverdienst. Und ich muss hier einfach gut aussehen. Und die Leute wollen nicht meine Leidensstory hören. Die wollen, dass ich gut aussehe und dass ich sie inspiriere und so. Und auch abgesehen davon bin ich... Ihr kennt mich, ich bin immer geschminkt. Ich fühle mich sowieso schon ungeschminkt, jetzt nicht so wohl. Also ich fühle mich nicht hässlich, aber ihr kennt das selber. Man fühlt sich einfach geschminkt immer besser. Und dann noch alles so verpickelt. Ich meinte, ich kann es nicht, beim besten Willen. Es geht nicht. Scheiß mal darauf, ich könnte mich, hätte ich einen normalen Job, würde ich mich einfach 4 Wochen zu Hause einschließen, würde ungeschminkt ins Büro gehen oder wo auch immer, würde mich einen Scheiß jucken. Aber nicht in der Branche, wo ich tätig bin. Das funktioniert einfach nicht. Und ich so, es geht nicht. Bei aller Liebe, hab ihm erklärt, was ich halt beruflich mache und so. Und er meinte auch, okay, verstehe. Dann kriegst du jetzt eine Salbe und du kriegst Antibiotika. Das Antibiotika ging, glaube ich, 2 Monate fast. Ich weiß gar nicht, 60 Tabletten waren da, glaube ich, drin. Das waren so ganz kleine. Ich will auch gar nicht sagen, was ich genommen habe, weil ihr sollt euch nicht davon irgendwie, ne, so, sorry. Ihr sollt euch davon nicht irgendwie beeinflussen lassen, sondern geht bitte selber zum Hautarzt. Die Tabletten habe ich genommen, muss ich sagen, recht unregelmäßig, weil ich war dann auch wieder auf Jobs und hatte da die Tabletten nicht dabei oder habe es auch mal so vergessen und so. Blabla. Und einen Monat später habe ich mit der Creme begonnen und die Creme hat, glaube ich, echt mega gut geholfen. Aber es wurde immer wieder besser, dann wurde es wieder schlechter, dann wurde es wieder besser, dann wurde es wieder schlechter. Und immer, wenn ich so diesen Funken Hoffnung habe, ja, Mann, es geht weg, dann am nächsten Tag war es halt einfach wieder viel schlimmer. Jetzt gerade ist es auf einem Punkt, wo das unten nicht mal so schlimm ist, aber es breitet sich vor allen Dingen hier auf der rechten Seite komplett einmal über meine Wange aus. Und auch auf der Seite hier, ja, was soll ich sagen, Leute? Das Problem ist einfach, und wie gesagt, das ist eigentlich die Message, die ich euch da mitgeben will. Ich war zum Beispiel schwimmen und ich habe mich auch beim Schwimmen geschminkt deswegen, weil ich fühle mich einfach so unwohl. Und dann habe ich einen Jungen gesehen, ich schwöre, mir hat das Herz so geblutet, das war ein asiatischer Junge, der war vielleicht so, keine Ahnung, 16 oder so und der hatte wirklich, ich schwöre euch, hier alles, alles, was hier frei war, voll mit Akne. Alles komplett feuerrot und dann dachte ich mir, ey, dieser arme Junge und ich heule rum, weil ich hier so ein bisschen was habe, was ich auch noch abdecken kann. Aber da dachte ich mir, komm mal, es ist nicht so schlimm und das ist auch wichtig, Leute, wenn ihr auch sowas habt oder wenn ihr Akne habt oder wenn ihr Pickel habt oder so. Ich hatte mein ganzes Leben Pickel und Akne, nicht Akne und irgendwie diese Brubbel auf der Stirn und hast du nicht gesehen. Leute, das ist halb so wild. Es gibt so, so, so viele, viel tausendmal schlimmere Sachen. Macht euch das einfach bewusst. Ich persönlich leide natürlich auch darunter, weil ich fühle mich selbst von meinen engsten Freunden und von meiner Familie fühle ich mich so extrem unwohl. Und eigentlich schon so, dass ich es, egal was ich mache, überschminke. Ich weiß, es ist ultra kontraproduktiv, aber ich kann das einfach, es geht mir einfach extrem scheiße damit. Wisst ihr, was ich meine? Jetzt nicht über Tags, aber wenn ich dann abgeschminkt bin und mich angucke und ich bin einfach so, Alter, was ist das? Und meine Freunde sagen auch, boah, Maya, das ist echt krass. So, die sind nicht mal auf diesem, nein, das ist nicht so schlimm, weil das kann einfach keiner sagen, weil das extrem schlimm ist und es extrem schlimm aussieht. Aber wie gesagt, ich will einfach nur, dass ihr wisst, Leute wie ich haben sowas auch. Auch wenn ich irgendwo ein bisschen in der Öffentlichkeit stehe und man auf Instagram immer nur alles perfekt sieht
und ihr immer denkt, boah, kein Influencer hat sowas oder keine Ahnung, man denkt das ja voll schnell. Und wenn du durch Instagram durchgehst, und das sehe ich ja genauso, boah, die sieht so perfekt aus, die hat gar keine Makel, Leute, das stimmt einfach nicht. Zumindest bei mir nicht. Und ich will, dass ihr das wisst, und ich will auch, dass ihr wisst, wie ich mich dabei fühle, wie ich damit umgehe. Vielleicht hilft das einigen so ein bisschen. Und man sollte einfach nur dankbar. Ich denke mir einfach nur, ich habe zwei Hände, ich habe zwei Arme, ich habe zwei Beine. Ich kann hören, ich kann sehen, ich kann sprechen. So, ich habe alles Wichtige, was ein Mensch braucht. Ich habe einen klaren Menschenverstand. Und das, dafür bin ich einfach nur dankbar. Und wenn ich da im Gegenzug dafür halt eine Pickelfresse bin, dann ist das halt so. Was soll ich machen? Ich habe auch von euch ganz, ganz viele Tipps bekommen. Nimm diese Creme, nimm diese Tabletten, mach Schwarzteebeutel drauf, mach dies, mach das, mach jenes. Glaubt mir, ich habe alles probiert, und ja, es verändert sich nichts, es wird besser, es wird schlechter. Here I am, so what? Was soll ich sagen, was soll ich machen? Ja, das war es auch eigentlich schon. Ich wollte euch das nur einmal wissen lassen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr mit ähnlichen Problemen zu kämpfen habt, wenn ihr, keine Ahnung, irgendeine Wunderheilung bei euch gemacht habt, wie auch immer. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Abonniert meinen Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Und bis zum nächsten Mal. Muah!